Hey Leute, es ist Sonntag und ich gehe gleich trainieren. Und ja, ich, keine Ahnung, mache so ein bisschen Bankdrücken, Squatten und Deadliften, aber nicht allzu schwer, weil ich habe mich entschieden, ich möchte mal Smolov machen. Ich habe gehört, man soll nicht sagen, man probiert es aus, weil Smolov halt was sehr Heftiges ist. Und ja, das kann man nicht mal eben so machen. Im Großen und Ganzen, also Smolov, das ist halt so ein Powerlifting-Programm. Mehr oder weniger, was halt eigentlich für Kniebeugen ausgelegt ist. Das dauert irgendwie so 12 Wochen oder so oder 15 Wochen, irgendwie so um den Dreh, halt relativ lange. Und das ist aber auch nicht dafür, dass man es dauerhaft macht, sondern das ist halt für die bestimmte Zeit und das ist halt eben dann sehr anstrengend und eigentlich nur auf Kniebeuge ausgelegt, nur auf Kniebeuge. Und dann gibt es eine kleine abgeänderte Version, die heißt Smolov Junior. Die kann man dann, die geht halt nur 3 Wochen lang. Das ist praktisch ein Teil aus diesem großen Smolov-Programm. Und den kann man sowohl für Bankdrücken als auch für Kniebeugen machen. Und ich wollte das halt für Bankdrücken machen, das Smolov Junior für 3 Wochen lang. Und das halt eben so, dass man 4-mal die Woche trainiert und mit relativ hohen Prozenten. Und halt mit einer linearen Steigerung, die man sich halt vorher so selbst überlegen soll, wird halt so gesagt, so 2,5 bis 5 Kilo pro Woche. Ich probiere es einfach mal mit 5 Kilo Steigerung pro Woche. Das heißt, man macht im Endeffekt, erste Woche macht man halt das Training und dann macht man das die nächste Woche 5 Kilo schwerer und die nächste Woche nochmal 5 Kilo schwerer. Und das versuche ich jetzt einfach mal für Bankdrücken zu machen. Das Doofe daran ist halt eben, dass man wirklich das ganze, die ganze Regeneration und so dafür braucht. Und deswegen kann man nicht allzu viel anderes Zeug machen. Also ich werde dann sowohl keinen Overhead Press mehr machen für die 3 Wochen und nur noch ja, leichtes Kniebeugen und leichtes Kreuzheben. Und hauptsächlich halt auf Bank und dann je nachdem, wie viel Power ich noch habe, vielleicht ein bisschen Bodybuilding-Übungen für Schultern und Rücken. Aber sonst würde ich das halt in den nächsten 3 Wochen hauptsächlich aufs Bankdrücken zu konzentrieren und dann schaue ich einfach mal, was ich da für Erfolge haben kann. Andere Sache, die sehr erfreulich ist bei mir, ich kann wieder conventional heben, glaube ich jedenfalls, werde ich gleich nochmal genau testen, aber ich habe halt mit Leuten gesprochen, die sich damit sehr auskennen und so weiter und die haben halt mir gesagt, das wäre okay so, ich könnte das machen, mein Rücken ist nicht mehr krumm. Ich glaube auch, das hat sich deutlich verbessert, da ich jetzt so Übungen für Hüftmobilität gemacht habe mit so einem grünen Gummiband. Habe ich ein bisschen recherchiert und das hier ein bisschen belesen. Und da habe ich, scheint es so, als hätte ich was gefunden, was wirkt. Und ja, jetzt bin ich sozusagen beweglich in der Hüfte und kann weiter runter, sodass es mir jetzt doch möglich ist, richtig Kreuzheben zu machen. Also conventional, so wie ich es eigentlich auch gerne hätte. Und weil es so schwer ist, muss man die anderen Übungen zwangsläufig ein bisschen vernachlässigen. Bei dem 15-wöchigen Kniebeugeprogramm wäre das noch viel heftiger, weil Kniebeugen ja noch, noch viel belastender sind als jetzt schweres Bankdrücken. Also deswegen, vielleicht geht da noch ein bisschen mehr neben dem Bankdrücken. Und aber ist halt eben, habe ich... Normalerweise würde ich jetzt auch sagen, ich kann wieder Kreuzheben machen und würde da auch voll Power reingehen. Aber ich habe mir gedacht, nee, Bankdrücken ist deine Technik jetzt schon wirklich so, dass sie toll ist und du bist da stark und ist doch cool, wenn du daran noch stärker wirst, weil, ne, wie sagt man, es gibt ja diesen Spruch, do something, oh, ich kann kein Englisch. Also mach etwas Normales, außergewöhnlich gut. Auf Englisch steht das besser, extraordinary good. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Punkt ist, ich versuche halt meinen Bankdrücken noch extrem zu verbessern. Keine Ahnung, mal gucken, wie weit ich komme. Ich bin ja jetzt gerade bei 150 Kilo und hoffe, dass ich bis Ende des Jahres 180 hinkriege und dann irgendwann auch mal 200. Da denke ich mal, wäre jetzt Smolov der erste Schritt, das nochmal ordentlich nach oben zu pushen. Vielleicht, wer weiß. 155, 160, jetzt nach den 3 Wochen, das weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu optimistisch, weil 3 Wochen sind jetzt auch nicht so die lange Zeit, aber muss man mal sehen,
Und ja, ich werde mich dann einfach sehr darauf konzentrieren und versuchen halt das bestmöglich zu machen, dass ich Smolov gut durchziehen kann und gute Erfolge damit habe. Das war's dazu, ich gehe dann erstmal trainieren. Kaum was gemacht.